Und dann machen wir es selbstverständlich wieder über die Schafe her. Bei frohlockender idyllischer Musik. Ah, ist das schön. Meine Schergen lieben es zu töten. Und den Spaß möchte ich ihnen einfach nicht nehmen. Ah. Ja, da ganz hinten ist noch ein Schaf, aber das lassen wir jetzt in Ruhe. Ja, gib mir die Energie. Energiecontainer! Nein, nicht ganz. Ja, aber wie ganz am Anfang gesagt, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch auf meinem Standardkanal TrueMG auf YouTube bei mir vorbeizuschauen. Denn ich spiele in erster Linie nicht 3D-Spiele, sondern RPG-Maker-Spiele. Und die lassen sich schneller aufnehmen, schneller hochladen, schneller rendern. Von daher habe ich die meiste Zeit mehr Lust auf eben diese RPG-Maker-Spiele. Ja, also schaut einfach mal vorbei, falls ihr mich nur über gronk.de verfolgt. Verdammte Helden! Keinerlei Respekt für andere! Wollen wir ihn töten? Ja, töten! Nö, können wir aber nicht. Die Zuschauer haben dafür gestimmt, dass wir gut bleiben. Und deswegen müssen wir hier auch aufpassen. Ich habe natürlich im Off-Video die Häuser geplündert. Das macht aber nichts. Darf ich, solange ich nicht alle plündere. Wenn ich alle plündere, dann sind wir böse. Wenn ich nicht alle plündere, dann vergeben sie uns, reparieren ihre Bauten wieder. Tja. Ist von daher eine gute Einnahmequelle. Nein, nicht das. Ja, das hier. Dankeschön. Die Energie. Denn mehr Energie heißt mehr Energie heißt mehr Energie. So. Auf zum Schloss. Die einzige Möglichkeit, der einzige Ort, wo wir blaue Schergen finden können. Automatisch gespeichert. Außerdem wollen wir unsere Mätresse holen. Abholen. Auf unsere Seite ziehen. Mal 1000 Halblinge könnten so viel Schaden anrichten. Die Sequenz kommt jedes Mal. Ja, ist gut. Die Sequenz kommt jedes Mal. Die kennen wir schon in- und auswendig. Ja, vielleicht habt ihr euch auch gefragt, warum habe ich denn in letzter Zeit nicht so viel aufgenommen? Tja, ich war arg beschäftigt. Ja, ich habe gerade Semesterferien, von daher müsste ich eigentlich nicht arg beschäftigt sein. Aber habe ja zum Beispiel ein kleines Schöppchen bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle für diesen Job an meine Arbeitgeber. Welches da rein zufällig ist, die Seite gronk.de persönlich. Vielen Dank dafür. Und nein, die Arbeit besteht nicht darin, Let's Plays aufzunehmen. So, jetzt begeben wir uns aber in das brennende Schloss hinein. Haben wir doch alle Schergen. Yeah. Und 4 Schergen sollten auch erstmal ausreichen. Hui! Es schmeckt nach Chili. Gut. Und jetzt macht euch über die laufende rote Energie her. Oh, was ist das? Wer ist das? Assassin! Ja, nicht von hier. Ich frage mich, ob die Frau, von der dieser schwätzende Bauer sprach, hinter all dem steckt. Die Frau vom Bauern soll dahinter stecken? Ich weiß ja nicht. Setzt auf jeden Fall erstmal alles in Flammen. Oh, oh. Nee, Assassin, die sind stark. Die sind sehr gefährlich. Da müssen wir aufpassen. Nein! Geil! Puh! Das. Ja, das hat sogar wehgetan, lieber Schergenfreund. Oh nein. Einen anderen Weg nach drinnen finden, Meister. Nein, ich sträube mich dagegen. Ich will hier rein. Ich bin stur. Macht das Tor auf, brennende Menschen! Der Overlord ist hier und verlangt Einlass in eurer Burg! Hallo? Hallo? Oh, Scheiße! Dann gib ihm weiter und hoffen auf nicht noch weitere Assassinen oder Ninjas oder was auch immer das für Typen sind, zu stoßen. Ah, da ist noch einer! Oh! Macht ihn fertig, meine Freunde. Gut. Dann bahnen wir uns jetzt einen Weg ins Innere. Gut.
Und nun drehen wir ein wenig am Rad. Da drin stimmt irgendetwas nicht. Nein! Nein, das ist doch unfair! Wir müssen an das Rad, allerdings auch am Assassin vorbei, und seht euch das an, wie viele Feinde darin noch herumjuckeln. Verflucht. Können wir den Übeltäter... Ja, wir können ihn anvisieren. Dann versuchen wir, ihn in die Flucht zu schlagen. Und mit in die Flucht schlagen meine ich qualvoll töten. Gut. Ja, tötet das Rad, bitte, dankeschön. Hoffentlich komme ich noch weitere Feinde. Gut. Und nun wieder schnell zu mir. Bevor noch ein Unglück geschieht. Ja, das Schloss brennt, aber ich meine noch größeres Unglück. Doch zuvor holen wir uns noch ein paar Schergen. Wie viele haben wir noch? 7 braune, 3 rote und 2 grüne. Hulpe! Ihr wagt es, mich mit Feuer zu bewerfen. Ihr wisst, was mir gefällt. Ja, gib, danke. Wir brauchen mehr braune Schergen, denn die sind am stärksten. Ich würde jetzt gerne ein paar grüne zurückschicken. Aber leider haben wir kein grünes Portal. Damit nur 2 grünen Schergen können wir nicht sehr viel erreichen. Schergen sind effektiv, wenn sie in Massen auftreten. Okay, es sind noch mehr. Wie wär's damit? Wir haben doch noch einige Zauber. Wir versuchen es mit dem Verlangsamungszauber. Taste E, glaube ich. Wir tanzen, wir stocken. Ja, das klappt. Das hat gut geklappt. Und jetzt Rückzug. Denn Rückzug ist der beste Angriff. Ein guter Zauber. Und verbraucht noch nicht mal sehr viele Mana-Punkte. Gut. Ah, rot. Zumindest einmal aktivieren. Oh, Krüger. Zumindest einmal kaputt hauen. Was haben wir auf der anderen Seite? Und so macht man aus 2 Gegnern 1,5 Gegner. Ich finde langsam Gefallen an dem Zauber, auch wenn ich ganz augenscheinlich, ganz offensichtlich den Falschen erwischt habe. Oh oh. Zurück. Meine Kinder sterben wie die Fliegen. Ich sollte den Feind vielleicht anvisieren, das könnte es bringen. Aber wenn ich sie dann einmal verlangsamt habe, dann ist der Zauber wirklich mächtig gut. Assassinen sind wie gesagt stark. Dass wir jetzt nur 3 verloren haben, ist ein gutes Zeichen. Dann holen wir uns auch ein paar rote. Rote. Ja, noch einen grünen. Na gut, dann werden wir das eben im Wesentlichen mit braunen und roten abhandeln. Ist nicht so schlimm. Was findet ihr für mich? Gute Aussicht. Doch die Landschaft sieht echt miserabel aus. Was haben wir hier? Der Nebel des Krieges zieht über dem Land auf. Und niemand weiß, was sich dahinter befinden mag, bis der Nebel gelichtet wird. Schätze, mehr Schätze für unser Imperium. Und 190% Angriffskraft. Was steht denn da so herum wie Ölgötzen? Will das jemand haben? Hier? Nein? Niemand eine Axt? Ja, komm, axtfreie Haus, komm hier, holt sie doch gut aus. Seht euch nur den Schliff an und diese Gravierung. Warum denn nicht? Nein, es bringt nicht, dieses Feuer aufzuheben. Hier kommen wir auch nicht weiter, weil es sich um 20 cm hohe Felsen handelt. Bruchstücke. Tot. Sie sind alle tot.
Und ich habe das nicht ausgelöst. Ich frage mich, was ich als nächstes schmieden werde. Es gab den Wunsch Morgenstern und es gab auch den Wunsch Schwert. Ich bin gezwiespalten. Der Morgenstern, der ist sehr durchschlagskräftig, durchaus, aber das Schwert ist viel schneller. Ich persönlich würde eher zum Morgenstern tendieren, allerdings habe ich selbst noch nie das Schwert benutzt. Daher würde ich das gerne versuchen. Aktiviertes Portal. Müssen wir erst da auftreten? Ach! Hier können wir unser Mana auffüllen. Seht mal! Eine Burg!